Gruppe C ist erster geworden, der gute Pato, der hat richtig gut rasiert, muss man sagen. Und dann kicken wir mal rein, wer das ist. Der gute Pato. Ja, als Gruppensieger. Pato, wir suchen deinen Gegner, wer ist noch übrig? Pato, dein letzter Gegner und dann steht ja, oder dein Gegner, und dann steht ja auch die letzte Paarung. Und es ist Pato gegen FGU. Auch zwei wirklich sehr, sehr starke Spieler. Generell jetzt bei den Top 8 haben wir nur noch gute Spieler dabei. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Leute, es ist soweit. United Viertelfinale gegen niemand geringeren als FGU Julius. Erster Link in der Videobeschreibung. Bevor ihr jetzt weiter guckt, guckt unbedingt das Hinspiel an. 5, 4, 3, 2, 1. Ach du meine Güte. Ich habe dieses Spiel leider Gottes 4:0 gewonnen. Ich habe auch Julius ganz, ganz ehrlich geschrieben, er war mindestens zwei Klassen besser. Ich habe sehr, sehr viele komische Fehler gemacht, aber es ist keine Ahnung. Ich habe immer so meine Startschwierigkeiten, wenn ich gegen Leute spiele. Gegen dich das erste Mal spielen und ja, Julius, bei dem ist ja bekannt, ne, dass er mega, mega gut ist. Ich glaube, der kam immer ins Halbfinale, egal welches Turnier. Es war wirklich für mich ein richtig heftiges Ziel, diese Streak zu brechen, sagen wir es so. Ich habe aber leider Gottes Formationfehler gemacht, die sich so heftig gerecht haben. Ich habe nämlich mit 4-2-3-1 begonnen und mit der 4-4-2. Ich wollte es so heftig, ich frage mich nicht warum, über die Außen kommen. Aber jetzt probiere ich die Raute, habe nämlich ein paar Sachen entdeckt und ich hoffe, das kann ich irgendwie wieder gut machen. Aber trotz allem, wie soll ich 4 Tore aufholen? Ich weiß, nichts ist unmöglich, das ist FIFA 18. Ich werde trotz allem mein Bestes geben, aber mein vollsten Respekt geht natürlich auch an Julius und auch an seine Community, krank, ne? Community Pick, er hat das Community Vote auch noch gewonnen, also wirklich GG an euch allen da draußen. Ich werde das Intro jetzt nicht zu lange halten, ich werde ihn sofort einladen. Trotz allem wünscht mir einfach viel, viel Glück, komme was wolle, ich muss jetzt auf jeden Fall riskant spielen. Und sollte ich ausscheiden, Leute, dann will ich mit erhobenem Haupt ausscheiden, ja? Julius, ich lade dich jetzt ein. Viel Glück. So Leute, Julius ist wieder da. Er ist wirklich überragender FIFA-Spieler. Seine Mannschaft, ich dachte echt, so Mina ist ein bisschen unbeweglich. Der Linksverteidiger hat er sowieso gedacht, okay, kann ich außen schicken. Aber Vieira und Goretzka, das ist so kranke Abräumer, ne? Auf jeden Fall, es könnte sein oder es wird definitiv so sein, dass mein Abschiedsspiel quasi gegen einen wirklich mega, mega guten FIFA-Spieler. Ich gebe trotzdem nochmal alles. Ich kann mich jetzt wirklich verkalkulieren oder sonstiges. Aber ja, ich muss etwas riskieren und ich riskiere es so. Ich spiele mit der Raute, damit ich das Zentrum ein bisschen enger mache. Weil da hatte ich irgendwie komisch die Schwierigkeiten. Ja, es wird echt tricky werden, Leute. Wie gesagt, ich gebe trotzdem alles. Abfahrt. Nein, schade. Sein wäre es echt ein Trumpf. Okay, da kommt er wieder. Let's go, was macht er? Den Pass in die Mitte. Das macht er so gut. Alter, jetzt will er mich auch noch dupieren. Komm. Ja, 1:0. Come on. Aber 3 Tore. Wie schieße ich 3 Tore gegen Julius? Wie soll ich? Ich glaube, das geht nach Tordifferenz. 1:0. Stark, okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich torlos, also ohne Gegentor bleibe. Weil ich in jedem Spiel mindestens 2 Gegentore, glaube ich, erhalten habe, bin ich der Meinung. Schön durch, Unternehmer. Gott sei Dank. Weitermachen, Leute. Egal, weitermachen. Bitter. Das war sehr bitter. Sergio Roberto denkt sich, aha, Pato, du Spaß. Du hast hinten ein Real Madrid-Trikot hängen. Steht sich ein Eigentor. Kappa. Was ist das für ein Duell gewesen, Leute? Krank. Nein, please.
nächste. Komm. Komm! Scheiße, Mann. Please. Please, come on. Nicht verzweifeln, weitermachen. Okay, Leute, 1-1. Boah, jetzt habe ich wenigstens ein paar Schüsse. Aber trotzdem, Mann, ein zweites Tor von Neymar, das wäre noch richtig lecker gewesen. Aber ja, 3 Tore wären es noch. Trotz allem, jetzt schlage ich mich definitiv besser. Ich kann mir auch gar nicht erklären, warum es plötzlich mit der Rote läuft, weil ich habe über 100 Spiele mit 4-2-3-1 gemacht, aber keine Ahnung. Trotzdem, zweite Halbzeit, ich möchte mich in Würde verabschieden. Sehr stark. Oh, Gott sei Dank. Ja, 2-1, come on. Warum nicht im Hinspiel genauso? Warum nicht? 2-1. Ah, ärgert mich schon ein bisschen, aber trotzdem. Julius ist einfach mega gut. Das muss ich einfach so sagen, ne? Ist so. Ich sollte mich nicht schlechter machen, als ich bin. Das erste Spiel habe ich so verkackt, ne? Sehr gut. Mit dem Rechten. Warum, Pato? Boah, es ist so bitter. Es ist echt bitter, Leute. Das wäre nicht nötig gewesen, aber wirklich souverän gemacht. Come on. Nein, jetzt hat er mich. Au! Ah, ich weiß nicht, ob das der Außenverteidiger war. Sehr gut, sehr stark, sehr stark. Komm, bitte nicht, aber 1-1 Pfosten trotzdem. Das wäre so wichtig gewesen für die zweite Luft. Mann, 90. Minute, Leute. Ja, es ist so schade, dass es kein Best of Three ist, aber egal. Es kann auch sein, dass ich jetzt noch den Ausgleich hinnehmen muss. Muss ich nicht. Gott sei Dank, Leute. Ich gewinne trotzdem. Zum Abschluss, meine Freunde. Gewonnen, Sieg 2-1. Alter, schade, dass ich immer 2 Spiele brauche für einen Gegner, für eine Gegneranalyse, ne? Mein Team hat sich so gut geschlagen jetzt. Ultra, ne? Ich bin jetzt trotzdem ultra stolz. Aber lachendes und ein weinendes Auge, ne? Ich bin aus dem Turnier raus. Aber, ne? Trotzdem nochmal viel Erfolg, ne? GG Julius an der Stelle. Natürlich, meine eigene Enttäuschung ist vorhanden. Aber in den beiden Spielen, wenn man die zusammenlegt, war Julius einfach klar besser. Im Hinspiel, ich habe mich einfach viel zu dumm angestellt und das rächt sich halt. Man schießt nicht so leicht 4 Tore gegen Julius. Schade, ne? Er hatte zwar den Pfostenschuss, ich hatte den Lattenschuss, Neymar hat vorbei. Dann gab es noch richtig brenzliche Situationen in meinem Strafraum. Das war es jetzt leider für mich bei United. Ich schwöre es, ich finde das so schade, Leute. Ich finde es so schade, ne? Ach Gott. Also mir fehlen schon ein bisschen die Worte. Ich hätte so gerne noch weitergemacht. Meine Motivation war zu krass. Aber auch hier rede ich wahrscheinlich auch für all die anderen Teilnehmer, die jetzt noch am Start sind. Ultra starke Spieler sind dabei. Julius auch. GG. Rückspiel hast mega stark gespielt. Danke, mein Bester. Checkt nochmal das Hinspiel aus, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. War mir auf jeden Fall eine Ehre, dabei gewesen zu sein. Ne? Ich hoffe, euch hat das Turnier gefallen. Auf meinem Kanal, sagen wir es so. Ich hoffe, zum Abschluss gebt noch einen fetten Daumen nach oben. Ich danke euch einfach allen fürs ganze Zuschauen und für euren Support, auch Community Pick, Community Vote und so weiter. Wart ihr mega, mega weit oben. Vielen, vielen Dank für alles, meine Freunde. Ich verabschiede mich mit erhobenem Haupt, ein bisschen enttäuscht. Ja, das war's von mir. Ciao, ciao.